Gräfin Agnes Schönborn, nachmals verehelichte Frau von Borowiczyny, war Hofdame bei Ihrer Majestät Kaiserin Zita. Gräfin, wann wurden Sie zum Dienst bei der Kaiserin berufen? Ich wurde im Frühjahr 1917 im Dienst zur Kaiserin berufen und trat am 31. März 1917 dort in Luxemburg ein. Wir wohnten die erste Zeit in Luxemburg und von dort aus durfte ich mit Ihrer Majestät einige sehr schöne Reisen unternehmen. Die erste schöne Reise war nach Bozen. Das war noch so wie in alten Zeiten, schrecklich, eine Riesenbegeisterung. Die Majestäten gingen zu Fuß durch die Menge, wurden umdrängt von der Menge. Es war wirklich wunderschön. Auch der Tag war schön, es war eine unvergessliche Erinnerung. Und dann später machte ich noch mit den Majestäten einige sehr schöne Reisen mit, vor allem sehr interessant nach Konstantinopel und Sofia. In Konstantinopel wurden wir sehr gut behandelt, auch die Suiten wurden überall herumgeführt, alles wurde ihnen gezeigt. Und nur etwas war traurig, weil vor uns war der deutsche Kaiser dort gewesen, der sehr viele Geschenke bekommen hatte und nichts zurückgeschenkt hatte. Und das war eine große Beleidigung. Und folglich hat unser Obersthofmeisteramt gesagt, nur wer selbst schöne Geschenke zurückgeben kann, der darf Geschenke annehmen. Und ich habe eine Riesenkiste Teppiche mit meinem Namen drauf gesehen und durfte sie nicht annehmen. Das war sehr traurig. Ja. Und dann waren wir in München, in Dresden, in Stuttgart, in Sofia auch, von Konstantinopel aus in Sofia, wo die Kaiserin vom König Ferdinand einen tiefen Plongeon machte als regierenden König. Und er war ja ihr Stiefschwager auch, aus erster Ehe. Und dann war sehr interessant auch der Besuch des deutschen Kaiserpaars in Luxemburg, wo die 2 oder 3 Tage blieben. Und eine sehr schöne Fahrt mit den Lipizzanern um den ganzen Park machten. Vorne der Graf van der Straten, der beim Oberstallmeisteramt war, so halb zurückgesessen, um zu sehen, ob um Gottes Willen alles wirklich gut geht. Aber es war wirklich sehr schön. Ihre Majestät mit dem deutschen Kaiser, seine Majestät mit der deutschen Kaiserin, und so weiter, und die Suiten halt so durcheinander. Charmant war die deutsche Kaiserin, aber auch mit den Kindern furchtbar nett, hat ihnen sehr viele Sachen mitgebracht, war furchtbar gütig. Welche Aufgaben und Pflichten oblagen überhaupt den Hofdamen? Also eine der Hauptpflichten war die Korrespondenz. Dass man die Korrespondenz sichtet, die Privatbriefe natürlich Ihrer Majestät direkt gab, und die anderen Sachen entweder beantwortet, meistens konnte man sie selbst beantworten, oder hat man sie an die verschiedenen Kanzleien, Kabinettskanzlei und Militärkanzlei gegeben, oder Ihrer Majestät gefragt, was damit zu machen wäre. Waren das hauptsächlich Bittbriefe? Waren hauptsächlich Bittbriefe. Konnte Ihre Majestät Ihre Majestät hat sehr viel getan, aber natürlich alles, erstens muss sie nachgeprüft werden, weil es war sehr bequem, diese Bittbriefe. Das geht vielleicht nicht. Die eine hat geschrieben, ich habe schon so viele Kinder und jetzt schickt mir das Oberkommando, das geht deinem Mann wieder auf Urlaub und ich kriege schon wieder ein Kind. Das ist vielleicht schwer zu sagen. Ja, ja. Dann einmal kamen Frauen, ich glaube aus Kroatien, das weiß ich nicht mehr, die ich empfangen musste, die um Mehl baten, die überhaupt, die sagten, sie waren hungert so und hat ihre Majestät sofort befohlen und es sind einige Waggons Mehl heruntergeschickt worden. Leider, durch einen Irrtum, aber da kann Ihre Majestät nicht dafür, hat man Weizenmehl hinuntergeschickt, was mit denen die Leute dort nichts anfangen können. Sie brauchen Maismehl, Maismehl und Maisgrieß, daran sind sie gewohnt. Und es war eigentlich ein Unglück, dieses Weizenmehl.
Außer den Briefen und diesen Empfängen waren die Majestäten, ihre Majestät zu begleiten bei Fahrten einfach nach Wien oder wo immer sie so hinfuhr oder nach beiden Reisen eben. Ja, ja. Man hatte abwechselnd Dienst, einen Tag eine Hofdame, den anderen Tag die zweite. Ich war erst zusammen mit der Frau von Carlyle und dann mit der Gräfin Belgard, die später den Grafen Hunyadi geheiratet hat. War Ihre Majestät im Volk bekannt? Sie war bekannt. Es war, sagen wir, ihr Gesicht war bekannt. Ich bin einmal, habe ich Ihre Majestät begleitet bei Kommissionen in Wien und Ihre Majestät war überzeugt, dass man sie nicht erkennen wird. Und natürlich nach der kürzesten Zeit haben sich Leute um sie geschart und sind hinter ihr her, natürlich ein paar so Gassenbuben von vorn haben sie angestarrt und der Detektiv, der immer mitgegangen ist, direkt hinter uns, Wagen war, haben wir keinen mitgehabt, hat uns bis zur Burg geführt und bei Michela da links in eine Tür hinein und hat die, da bin ich noch sehr erschrocken, weil auf einmal geht eine Hand auch in die Tür hinein, aber das war die Hand vom Detektiv. Und dort waren wir dann gestrandet, weil wir uns nicht ausgekannt waren. Ich war ganz neu, Ihre Majestät hat sich auch in der Burg nicht ausgekannt. Und wir sind in die erste beste Tür und dort ist ein armer Gardist gesessen mit den Füßen am Tisch und der offene Hemdkragen und der ist entsetzlich erschrocken und hat uns dann hinübergeleitet in die Räume Ihrer Majestät. Und die waren sehr übernachtet hat Ihre Majestät, so wie ich weiß, nie in der Burg. Es war auch diese große Sache, dass seine Majestät nicht sollte nach Wien kommen, weil der Doktor so Angst gehabt hat vor einer Grippe für ihn, die ja auch schließlich tödlich war. Und darum ist man immer nur über Tag hingefahren, Audienzen empfangen, diese Audienzen habe ich halt hinein und herausgeführt. Und dann war immer Burgmusik natürlich, weil Dirigent hat heraufgeschrieben, eine Liste von was er spielen will und dass Ihre Majestät sagen soll, was er spielen soll. Dann eben hat Ihre Majestät einmal, hätte sie gerne eine Schale Schokolade gehabt, aber das war eine fürchterliche Katastrophe, weil niemand war zuständig. Und man hat schließlich vom Demmel etwas kommen lassen müssen. Weil in der Burg war es nicht. Ja, war es nicht vorhanden wegen Krieg? Oder? Nein, natürlich war es vorhanden, aber die einen haben für die Erzherzöge gekocht und die anderen haben für die Adjutanten gekocht und die anderen, es war halt nicht. Wer soll denn eine Schale Schokolade für Ihre Majestät machen? Ja, eine eigene Köchin hat sie nicht gehabt? Nein, in Wien nicht. In Wien nicht. In Wien nicht. Überhaupt die Zuständigkeit, das war auch in Luxemburg einmal. Ich weiß nicht, wer gekommen ist, es war keine Hoheit, aber irgendein großer General oder was und die ganzen Suiten sind auf der Stiege gestanden, haben ihn erwartet und da hat jemand Asche auf die, oder ist etwas auf die Stiege gefallen, dass die Stiege fertig war und ich habe gesagt, das muss schnell weggekehrt werden, war wieder niemand zuständig. Erst bis ich gegangen bin und eine Schaufel und einen kleinen Besen geholt hat, da war ein Lakai so gütig und hat es zusammengekehrt. Ja. Es war Zuständigkeit, war überhaupt, das war sehr wichtig. Ja. Und wie war diese Begegnung damals auf der Straße? War die ungemütlich oder waren die Leute... Nein, sie waren freundlich. Waren sie freundlich? Sie waren freundlich. Aber natürlich war es mir nicht sehr gemütlich. Es war auch, das war das erste Mal, dass ich war nicht aus Wien, ich habe die Sachen nicht gekannt, was mich stutzig gemacht hat einmal, hat Ihre Majestät mir gesagt, ich soll vor Ostern, ich soll ihr besorgen für die Kinder Holz, Ostereier, die quietschen, wenn man sie aufmacht, weil das ist so lustig. Dummerweise bin ich nicht in ein Spielwarengeschäft gegangen, sondern von einer Konditorei zur anderen und habe dann schließlich gesagt, das ist für die Kaiserkinder, wissen Sie nicht, wo ich es bekomme. Da waren die Leute unfreundlich. Das hat sie überhaupt nicht interessiert, ist zu viel gesagt, aber nicht freundlich interessiert jedenfalls. Ja, Gräfin, haben also Ihre Majestät, Kaiserin Zita, begleitet, längere Zeit hindurch, Sie haben sie erlebt im Höhepunkt des Glanzes und dann aber auch die schweren Zeiten miterlebt. Wie waren also so die letzten Kriegstage?
Was ist das für die Kinder? In der letzten Kriegstage waren wir zuerst in Gödöllö. Und da ist noch der Funder von der Freien Presse. Der Redakteur, das Funder ist einmal zu mir gekommen und hat, warum gehen die Majestäten nach Ungarn? Sie sollen in Wien bleiben. Die hat gesagt, sie gehören genauso gut nach Ungarn wie nach Wien. Sie fahren halt hin und her. Die sind dann schließlich nach Gödöllö gefahren. Und dann sind sie aber sehr schnell nach Wien zurückberufen worden und haben die Kinder in Gödöllö gelassen, weil man geglaubt hat, es ist sicherer. Als Geißel haben sie den Garoy mitgenommen. Der ist im Zug mitgefahren und ist dann wieder zurückgefahren. Die Kinder waren in Gödöllö und die Majestäten waren in Schönbrunn und konnten die Kinder nicht so schnell zurückhaben. Und ich erinnere mich noch an den Tag, wo Ihre Majestät vor einem Kamin gestanden ist und gesagt hat, die Kinder sind noch nicht da, wir wissen nicht, wo sie sind. Sie waren furchtbar auseinander natürlich. Aber dann plötzlich sind sie angekommen und haben diese Fahrt sehr lustig gefunden und war überhaupt nur eitel Freude. Dann Seine Majestät war natürlich sehr überarbeitet, sehr müde, hat dann auch sehr Zahnweh gehabt. Die Majestät hat ihm ein starkes Schlafmittel gegeben, dann sind gleich darauf Herren zu einer Besprechung gekommen. Es war nicht so einfach. Ihre Majestät wollte so gern mit ihm ein bisschen hinausfahren, damit er sich ein bisschen erholt, aber es war nicht möglich. Und die Fahrt nach Eckartsau? Am 11. November haben Sie auch mitgemacht. Die Fahrt nach Eckartsau habe ich mitgemacht, nicht direkt mit den Majestäten, weil ich in Augarten geschickt wurde, um die Erzherzogin Maria Deffer abzuholen. Und es wurde mir auch ein Revolver gegeben, aber der zu gar nichts war, den ich gar nicht gebraucht habe. Die Hofdame Ihrer Majestät von der Erzherzogin Maria Deffer war sehr betrübt, dass sie nicht mitgenommen wird. Aber man konnte nicht so viele Leute dort haben. Und es waren von uns waren zwei Hofdamen, dann waren zwei Flügeladjutanten, dann war der Hofkaplan, der Bischof Seidel. Bischof ist er nach einiger Zeit geworden, das war auch ein Moment ein bisschen unheimlich, da bin ich nach Wien geschickt worden, um Ihre Majestät bei der Bischofsweihe zu vertreten. Die Hofdamenzimmer waren vis-à-vis vom Ballhausplatz. Weit und breit niemand. In meinem Toilettenzimmer ein Maschinengewehr. Wenn ich geschrien hätte, hätte man es vielleicht im Ballhausplatz gehört. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich waren dort Kanzleien und wäre niemand gekommen. Da ist dann mitten in der Nacht, plötzlich sind die Doppeltüren leise aufgegangen. Das war sehr unheimlich. Nach einer Weile bin ich aufgestanden, habe sie zugemacht und dann sind sie wieder aufgegangen. Und dann erst habe ich gemerkt, dass ja diese schönen Burgtüren, die von beiden Seiten Klinken haben und dass die eine nicht fest zu war. Aber der Moment war nicht angenehm. In welchem Jahr war das schon? Das war nach der Verbannung schon? Nach der Verbannung, ja. Also, wie die Majestäten in Eckartsau waren. Ja, einige. Gräfin, sind ja dann auch von Eckartsau mit in die Schweiz gefahren. Ich bin auch in die Schweiz mitgefahren. Sind da schon die Engländer gekommen. Erst ein Oberst Sommerhäus, der sehr nett war, und ein Arzt, weil die Engländer geglaubt haben, die Majestäten brauchen einen Arzt. Aber Gott sei Dank war das nicht der Fall, sondern sie sind sehr gut gemacht. Und dann ist dieser Oberst Strutt gekommen, der sich wirklich fabelhaft benommen hat und die ganze Zeit hindurch alles für die Majestäten getan hat, dann schließlich auch dadurch aus dem Heer ausscheiden musste, weil man gesagt hat, in England, es ist ja doch die feindliche Macht, er hat gegen den Herrscher, oder feindliche Macht hat er sich viel zu sehr eingesetzt. Obwohl er vom König doch bestimmt war. Bestimmt war, ja, aber man hat gefunden, er hätte sich nicht so einsetzen müssen. Er hat zum Beispiel probiert, wie man könnte aus der Schweiz zu Fuß über die Grenze gehen. Er hat so quasi eine Wette gemacht, damit es nicht auffällt, dass er zu Fuß nach Österreich hinüberkommt, ohne dass man ihn aufhalten wird. Und es ist ihm auch gelungen. Aber es wäre ein sehr schweres Unternehmen gewesen. Und Seine Majestät war doch nicht so geschult
Auf die Berge. Ja. Er ist zwar in der Schweiz immer wieder auf Jagden eingeladen worden, die eher unheimlich waren, weil alle Herren mit ungesicherten Gewehren herumgelaufen sind, aber sonst war er nicht so sehr geschult. Ja, und dann, dann hat es geheißen, also die Majestäten fahren und wir fahren weiter und wir fahren also in die Schweiz. Und zwar zuerst nach Wartegg, was der Mutter oder den Geschwistern, weiß ich nicht, von ihrer Majestät gehört. Das ist ganz nah an der Grenze. Und da sind wir einwaggoniert worden, sind glatt überall durchgekommen, auch an der Grenze glatt durchgekommen und waren am nächsten Tag, glaube ich, in Wartegg und sind dort eine gute Weile geblieben, bevor man einen ständigen Aufenthaltsort gefunden hat, der dann schließlich zuerst Brangin war. Das ist in der Nähe von Lyon am Genfersee, sehr hübsch gelegen. Es hat irgendeinem Bonaparte gehört. Eine große, sehr schöne Villa mit einer kleinen Nebenvilla, wo die Süden teilweise gewohnt haben. Wo darüber fällt mir ein, wo der Kronprinz Otto Schwammerln gesammelt hat, einmal für die Majestäten. Und die Majestäten haben gesagt, sie wissen nicht sicher, ob sie ganz gut sind, ob wir sie essen sollen. Und da hat er gesagt, so gehen wir, sie hatten Süden. Die haben überlebt. Und dann war der Kronprinz Otto war damals 6 oder 7 Jahre alt und echt in einem sehr tapferen Alter und hat gesagt plötzlich, er wird diese Nacht wird er draußen bleiben, geht er nicht hinein. Und Gott sei Dank war die Kindsfrau sehr vernünftig auch und wie ich gesagt habe, ja sehr gut, bleiben Sie nur draußen, bin ich sehr dafür. Und sie ist darauf eingegangen. Und ich habe gesagt, also was soll er denn anziehen? Wir haben genau besprochen, was er anziehen soll. Und ich habe ihm gesagt, auf welche Bäume er klettern soll, wenn die Hunde kommen. Und dann hat er schließlich gesagt, ich glaube, ich mache es lieber erst eine andere Nacht. Ja. Ja, Sie haben, Gräfin, dann die beiden Restaurationsversuche des Kaisers miterlebt. Bei dem ersten war ich im Moment selbst nicht da. Ich sollte für die Kartage nach Einsiedeln fahren. Und wie ich mich von Majestäten dafür verabschiedet hat, hat Ihre Majestät gesagt, ich soll über Genf fahren und dort ein Telegramm aufgeben. Und ich habe mitten in der Nacht ein endlanges französisches Telegramm, was ich überhaupt nicht verstanden habe, aufgegeben. Und das war, glaube ich, die Benachrichtigung, dass seine Majestät jetzt abfahren will. Und wie ich zurückkam, war seine Majestät schon fort, war aber auch schon sehr bald die Nachricht da, dass er wieder zurückkommt. Und da sind Ihre Majestät in Begleitung vom Korvettenkapitän Schonter, Adjutant des Kaisers und mir und Baron Werkmann nach Buxen Kaiser entgegengefahren. Sie war ganz ruhig und hat Konversation gemacht. Sie hat sich überhaupt nie etwas anmerken lassen, wenn dir etwas nahegegangen ist. Keine Nervosität. Gar keine Nervosität von Weinen, natürlich keine Rede. Und der zweite Restaurationsversuch, da war der Gräfin ja selbst in Ungarn. Da war ich insofern beteiligt, weil mein Mann hat den Aeroplan besorgt. Und ich sollte vor allem, damals war es ja das ganz anders noch mit den Aeroplanen als jetzt, sie konnten überhaupt kein Gepäck, die Ihre Majestät hat eine viel größere Ridikül mitgenommen als Handtasche, sonst durfte sie nichts mitnehmen. Und ich sollte das ganze Gepäck mitnehmen und das Testament des Kaisers auch. Das hat der Baron Schager im letzten Moment gefunden, er soll doch eins aufgeben. Ihre Majestät, erst hat es geheißen, seine Majestät fliegt allein mit meinem Mann. Und dann hat auf einmal Ihre Majestät gesagt, dass sie auch mitfliegt. Warten Sie, da habe ich mir die Worte aufgeschrieben.
Aber wie mein Mann das hörte, wollte er es absolut ausreden, weil sie war noch nie geflogen. Man hat sich da, es war ja das Fliegen nicht so wie heutzutage. Die Kaiserin erwiderte ruhig, versuchen Sie es nicht, mich abzubringen. Ich bin fest entschlossen, mitzufliegen. Den Kindern wird hier in der Schweiz sicher nichts geschehen, denn dann sie bleiben ja unter der Obhut der Großmama und der Gräfin Kerstenbrock, die seit Jahren bei Ihnen ist. Es kann Ihnen nichts geschehen. Der Kaiser aber setzt sich Gefahren aus. Meine Pflicht als Gattin ist höher als die der Mutter. Ich muss auf jeden Fall dort sein, wo es gefährlich ist, also versuchen Sie es nicht, mir die Gefahren zu schildern. Das würde mich nur in meinen Beschluss kräftigen. Also das war nichts zu machen. Die Piloten waren sehr mutig, nicht? Absolut mutig und ruhig und hat durch ihren Mut und ihre Ruhe auch beim Flug war, einmal ist Benzin ein bisschen ausgeströmt und einmal hat eine Maschine ausgelassen. Aber nachdem sie sich gar nicht aufgeregt hat, haben sich die anderen auch nicht aufgeregt. Sie hat sehr beruhigend gewirkt. Sie war eben eine sehr gescheite Frau auch. Dann fragte mein Mann die Kaiserin, ob sie den langen Flug physisch aushalten könne. Die Kaiserin wies meine Zweifel entschieden zurück und sagte, wenn ich es aushalten will, so kann ich es auch aushalten. Ja, das ist eine große Willenskraft. Das ist eine Riesenwillenskraft, ja. Die Piloten waren auch sehr dagegen, weil sie auch die Verantwortung noch mehr scheuten, die beide Eltern der Kinder mitzunehmen. Aber mein Mann hat die Einwendungen der Piloten vorgetragen, aber das war zu gar nichts. Er hat gleich gewusst, dass Ihre Majestät sich nicht abbringen lassen. Wenn sie mal etwas will, so war's. Ja, und Gräfin sind aber vorausgefahren. Ich bin vorausgefahren mit dem Gepäck. Es war so, es hat geheißen, dass mein Mann und ich auf einen längeren Urlaub, wir hatten ganz kürzlich geheiratet, und dass wir auf einen längeren Urlaub fahren, und er mich begleitet natürlich. Wir sind losgefahren mit einem Motorboot, die Kinder sind am Rand vom See gestanden, haben gewunken, und wie ausgemacht war, ist nach Zürich telefoniert worden, mein Mann soll wieder zurückkommen, der Kaiser muss ihm noch etwas sagen. Und ich bin weitergefahren und bin ohne Zwischenfall bis nach Wien gekommen. Dort bin ich beim Zoll sehr lang aufgehalten worden. Meine Sachen sind sehr durchgesucht worden. Man hat mich gefragt, wieso ich so schöne Koffer habe, wieso ich so viele Kleider habe, wieso ich auch Herrenkleider mit habe. Ich habe mich gesagt, ich habe ja gerade erst geheiratet, mein Mann kommt mir gleich nach, aber ich habe das Gepäck mit. Ich habe halt alles mitgenommen. Ich fahre jetzt nach Ungarn, wir wollen jetzt eine Weile in Ungarn bleiben. Haben die Zollleute gewusst, dass du bei den Majestäten bist? Die Zollleute, es hat so ausgeschaut, als hätten sie sich eine Idee gemacht. Weil ich bin auch als allerletzte gelassen worden, ohne jeglichen Grund. Also da bin ich dann weitergefahren, bin erst, glaube ich, nach Steinermanger, wo ich den Oberst Leha getroffen habe und mit ihm gesprochen. Der war der Einzige, dem ich sagen durfte, dass die Majestäten jetzt kommen. Ich war sehr beruhigt, weil ich habe ihn gefragt, ob es gut oder schlecht ist, dass Ihre Majestät mitkommt, weil natürlich sehr verschiedene Stimmen waren. Und er hat das ausgezeichnet, die Ritterlichkeit der Ungarn, sie werden Ihre Majestät schützen wollen, dass eine Dame mitkommt. Also er war begeistert, dass sie mitkommt. Dann bin ich zum Bischof Mikisch. Dem durfte ich nicht sagen, dass die Majestäten kommen, sondern musste nur sagen, er soll nicht aufs Land fahren, soll jetzt in der Stadt bleiben. Das war im Sommertag. Das war im Oktober. Im Sommertag. In Sommertag, ja. Dann bin ich nach Iwans gefahren, ins Schloss vom Grafen Schigrei. Der Graf war nicht da, die Gräfin war da und ihre Tochter. Und da bin ich zwar, aber dort durfte ich auch nichts sagen. Dort bin ich zwei, drei Tage geblieben, habe nur gesagt, dass ich vorausgefahren bin, dass mein Mann nachkommt. Bin so geblieben, bis einmal am Abend während dem Essen ist ein Lakai gekommen und hat der Gräfin gesagt, es ist ein fremder Offizier da, und da habe ich gleich gewusst, was los ist und richtig, was der mich abgeholt hat.
Und wir sind, er hat mich nach Dörr mitgenommen, hat gesagt, wir müssen unterwegs aufpassen, weil Bronei-Truppen in der Nähe sind und die eventuell schießen. Der Bronei war nicht gegen den König, er war nur fürchterlicher Antisemit und hat Angst gehabt, der König würde nicht genug Juden erschießen. Und folglich wollte er, bevor der König kommt, er alles tun. Aber Gott sei Dank, er war anders, sonst war er ein anständiger Mensch, aber nicht in allen Ansichten so wie wir. Und ich dann bin ich nach Nürnberg angekommen und habe dort eine gute Weile noch gewartet. Dabei waren die Majestäten noch gelandet, waren erst in Dänisch bei Ziraki, dann waren sie in Ödenburg, konnten sich aber nirgends ausruhen, weil sie immerfort von einem Ort in den anderen gezerrt wurden. Und dann ist die Reise, dann hat es geheißen, es ist kein, sie können momentan noch nicht fahren, erst in ein paar Tagen, weil die Rübenkampagne ist und sie jetzt keine Waggons frei sind. Und fürs Militär. Fürs Militär, ja. Aber schließlich war doch welche frei. Und da ist erst im ersten Zug ist eine Abteilung Ossenburg-Soldaten gefahren, dann im zweiten Zug die Majestäten und die Gräfin Andrasch ist mitgefahren, als quasi als Hofdame, wahrscheinlich auch der Graf Andrasch. Und mein Mann und dann wieder eine Abteilung Ostenburg-Leute und sind nach Dörr gekommen. Ostenburg-Leute, die unterstanden aber dem Oberst Leha. Ja, der Oberst Leha war der Oberste. War der Oberste Kommandant, aber ja. Das Bataillon war das Bataillon Ostenburg. Und naja, wie der Kaiser gerufen worden ist, davon habe ich nicht weiter erzählt. Jetzt nicht, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Was? Ja. Der Leha und Ostenburg hatten nämlich, nachdem das Protokoll von Venedig unterzeichnet war, seiner Majestät sagen lassen, er soll sofort kommen, denn das Bataillon Ostenburg wird aufgelöst jetzt und überhaupt werden legitimistische Offiziere werden entlassen oder auf entfernte Posten verlegt und man sieht, dass der Horthy sehr gegen den König arbeitet. Und bei der Konferenz, bei der das besprochen worden sind, waren auch Politiker, die dagegen waren, dass der Kaiser in dem Moment kommt. Die Militärs haben ihn gefragt, was sie tun würden, wenn der König doch kommt. Und daraufhin haben sie gesagt, ja natürlich, wenn er da ist, werden sie natürlich sich hinter ihn stellen. Aber sie sind dagegen. Es wurde nicht ausgerichtet. Es wurde das Ganze nur mündlich ausgerichtet und wurde nur gesagt, die Militärs und die Politiker sind dafür, dass die Majestäten kommen. Noch dazu wurde gesagt, dass der Graf Andrasch und der Graf Apponyi auch bei der Konferenz waren. Die waren aber gar nicht bei der Konferenz. Die haben überhaupt nichts davon gewusst. Also es war, ich glaube nicht, dass der Kurier es extra falsch gesagt hat. Ich kann nur annehmen, dass die Militärs ihm gesagt hat, schauen Sie, dass Sie ihn absolut herkriegen. Weil der König hat dann meinem Mann gesagt, auf diese Männer kann ich vertrauen. Sie haben sich im Krieg und bei der Revolution haben sie sich bewährt. Sie tun ihre Pflicht, jetzt tue ich meine Pflicht und handle nach dem Krönungseid. Und darum ist er in dem Moment gekommen. Haben die Offiziere ihn beim Krönungseid also genommen? Haben die Offiziere ihn beim Krönungseid genommen, ja. Und er wäre auch von selbst auf den Krönungseid gekommen, weil er sehr drauf gehalten hat natürlich. Und dann, ja, in Dörr war dann größtes Abschreiten der Ehrenkompanie. Aber von dort aus hat schon der Oberst telefoniert nach Budapest, dass die Majestäten unterwegs sind. Und es sind schon die Nachrichten gekommen, dass hinter Komarom, mir scheint, die Schienen aufgerissen sind, dass sie nicht weitergehen sollen. Und das war jetzt von dem Moment an, war das immer wieder ist der Zug weitergefahren, immer wieder wurde er aufgehalten, dann waren wieder Abschreiten der Ehrenkompanie, dann haben die Leute alle auf den Kaiser geschworen und nachher sind sie doch gegen ihn gegangen. Es war sehr,
Ungeheurer Zeitverlust. So dass später einmal ist ein Abgeordneter, Friedrich, ist im Parlament angegangen worden, dass er auch dabei war bei dem sogenannten Königsputsch. Und er hat geantwortet, nein, da war ich nicht dabei. Wenn ich dort gewesen wäre, hätte es nicht 3 Tage von Sopron nach Budapest gebraucht. Und wenn es in einem Tag geschehen wäre, wäre es absolut gelungen. Es ist auch einmal, der Minister Wosch ist einmal von Horthy geschickt zu den Majestäten gekommen. Und neben ihm war ein Oberstleutnant Ottobeu, der in der Militärkanzlei gewesen war und absolut königstreu war, der sonst kein Wort gesprochen hat, nur beim Aussteigen hat er den Herrn zugeflüstert, hat gesagt, schauen Sie, dass Sie sofort kommen, alle erwarten Sie in Budapest. Aber es war leider nicht möglich. Und hat diese Vereidigung und Pfondabschein, hat das sein müssen? Oder? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, wenn man von vornherein gesagt hätte, das kann ich nicht wirklich beurteilen, aber ich glaube, wenn man von vornherein gesagt hätte, es muss jetzt in aller Eile weitergefahren werden, hätte man ja nicht mal kaum stehen bleiben müssen, sondern hätte können ruhig weiterfahren. Und das wäre natürlich viel besser gewesen, weil es sind dann Mädeln in die Kasernen geschickt worden, um die Soldaten zu ruinieren. Der Horthy hat alles getan, um gegen den König zu arbeiten. Ja, es ist dann also zum Gefecht bei Budaörs gekommen. Bei Budaörs, wir waren schon in Biatorbad. Um 6 Uhr früh hat mein Mann mich geweckt, er hat gesagt, ich soll mich schnell anziehen, in 20 Minuten sind wir in Göllenfeld. Göllenfeld sollten wir aussteigen, dort ist es zu Fuß eine halbe Stunde in die Burg. Und dann sind wir losgefahren und nach ganz kurzer Zeit ist der Zug wieder zurückgefahren und hat geheißen, es wird gerade vor uns geschossen. Und da ist der Kampf bei Budaörs schon losgegangen und es waren schon Tote und Verwundete. Und dann wollte seiner Majestät sich vergewissern, wie die Sache eigentlich ist und ist mit einer Lokomotive nach vorn gefahren. Natürlich ihre Majestät wieder mit. Das war nur die Lokomotive und der Tender. Es waren die beiden Majestäten, mein Mann, der Ostenburg und ich glaube der Graf Andrasch, ich weiß nicht, noch einer war damit, halt so viel nur irgendwie hineingedrängt werden konnte. Sie haben aber eigentlich nicht, ja, und dann dieser General Hegedűs, der Postenkommandant dort bei Sopron, glaube ich, war, und jedenfalls der Leha hat gesagt, der soll die ganze Sache kommandieren, der Leha wird als sein Adjutant wirken. Der Hegedűs hat aber 2 Söhne auf der anderen Seite gehabt und war ein absoluter Verräter und ist nach Budapest hineingefahren und hat eine Demarkationslinie ausgemacht, wo die Truppen des Kaisers hatten die Hügel eingenommen und von dort sind sie zurückgeschoben worden und die anderen sind auf die Hügel gekommen. Dadurch waren natürlich die königstreuen Truppen fürchterlich im Nachteil. Und da wurde dann ein Waffenstillstand vereinbart und der sollte, ist am nächsten Tag um 5 Uhr früh unterschrieben worden, wurde aber den königstreuen Truppen erst um 7:45 mitgeteilt. Sie haben nicht weiter gekämpft, die anderen haben gekämpft, sind in der Zeit, haben sie die Truppen umgangen und haben sie gefangen genommen und damit war die Sache eigentlich aus. Da war nichts zu machen. Da war dann, während wir in Torbajt warteten, habe ich schon die Messe gesagt? Nein. Während wir in Torbajt warteten, war Sonntag, ist eine Messe gelesen worden, aber nicht, wie so oft behauptet worden ist, dass auf jeder Station eine Messe gelesen wurde und dadurch alles verzögert worden. Es ist eine einzige Messe am Sonntag gelesen worden, und zwar auf den Schienen vor dem Waggon der Majestäten, sodass mittendrin die Majestäten hätten aufstehen können, den Waggon gehen, losfahren. Es war gar kein Aufenthalt deshalb. Sie haben die Heilige Kommunion empfangen und dann sind, wollten sie ins Stationsgebäude gehen, weil dort Verwundete waren. Und in dem Moment ist ein Schuss in den Zug hereingefallen, in den zweiten Waggon, wo
die Schwitten waren. Und mein Mann ist sofort heraus, hat den Majestäten gesagt, sie sollen sofort zurückkommen, weil der Zug beschossen wird. Da sind sie dann zurück und der Zug ist zurückgefahren, ne, und es hat geheißen, sie fahren bis Bitschke. Aber der Graf Esterhazy, der irgendwo unterwegs eingestiegen war und sich absolut zurückgehalten hatte, sich nie gezeigt hatte, hat gesagt, ob sie nicht nach Totis zu ihm kommen wollen. Und sie sind zu ihm gekommen und eine Stunde nachdem er erfahren hat, dass die Majestäten zu ihm kommen, war ein absolut korrekter Empfang. Die Kutscher in Gala, Viererzug am Wagen der Majestäten, war wirklich sehr schön und sehr ordentlich gerichtet. Totis besteht aus einem Schloss und ein bisschen weiter, sagen wir, zur Straße hin, eine alte Burg, und der Franz Esterhazy hat gesagt, hat meinen Mann darauf aufmerksam gemacht, dass man sich natürlich in der Burg verschanzen könnte und das eine Zeit lang halten. Ob das lang dauern würde, weiß man nicht. Aber seine Majestät wollte das nicht. Er hat gesagt, das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Er hat auch, der Lehar und der Ostenburg wollten eigentlich nicht zurückfahren von Via Torba. Wie der Zug anfängt zurückzufahren, sind sie herausgesprungen, haben gesagt, lieber sterben wir alle, wir können nicht das geschehen lassen. Und der Lehrer hat vielleicht mit Recht gefunden, so ein Verzweiflungskampf hat manchmal einen guten Erfolg. Aber seine Majestät hat es verboten, weil er sagte, er will nicht mehr Blut vergießen. Und da war nichts mehr zu machen. Und dann waren die Majestäten 3 Tage in Totis, konnten sich endlich etwas ausruhen. Aber die erste Nacht war sehr gestört, weil 3 bewaffnete Männer hereingekommen sind. Sie sind, die überall die Majestäten gesucht haben. Sie sind erst zum Grafen Andrasch hineingekommen und der hat sofort seine Pistole gezogen. Und sie haben gesagt, aber lassen Sie das, Exzellenz, wir suchen nicht Sie, wir suchen den Karl. Und bevor er fertig angezogen hat, war die Sache schon bereinigt, weil die Gräfin Esterhazy hatte von ihrer toten Mutter geträumt. Und das war ihr immer ein Zeichen. Und sie hat ihren Mann aufgeweckt und hat gesagt, ich habe von meiner Mutter geträumt, geh schauen, es muss irgendwas los sein. Und er hat gesagt, aber nein, du bist ja einfach nervös, warte ein bisschen, es wird schon wieder besser werden. Und sie ist wieder eingeschlafen und nach 10 Minuten ist sie wieder nach einem Traum von ihrer Mutter aufgewacht. Und da hat sie es wieder ihrem Mann gesagt und er ist auf und ist im Nachthemd heraus und ist gekommen zu einer Wendeltreppe, die vom Hof direkt zum Schlafzimmer der Majestäten führt, die merkwürdigerweise nicht bewacht war. Alle anderen Türen waren schon von regierungsfreundlichen bewacht. Königstreuen, oder? Was? Königstreuen, oder? Nein, regierungsfreundlichen. Und der Franz Esterhazy, der ein starker Mann ist, hat den ersten genommen, hat ihn heruntergeworfen und der ist die Wendeltreppe hinuntergefallen in unten ein Wasserbassin und da sind die anderen auch weggelaufen, sind gefangen genommen worden und der Oberst Schimmelfall, wie hat er geheißen, der war in Dürr gewesen und war aber nicht königstreu und war als Gefangener im Zug mitgeführt worden. Der war in Totis vom Horthy bestimmt worden als Oberster der Bewachung der Majestäten. Der hat nach 2 Tagen hat mein Mann gesehen, wie er diesen 3 Kerlen ihre Waffen zurückgibt, sie in ein Auto setzt und sie wegfahren. Und er hat einen Schimmelfall wie gefragt, also was eigentlich los ist. Er hat eher grantig erwidert, das ist Befehl von Budapest, ich kann dagegen nichts machen. Und die Leute hatten vorher getrunken in Totis selbst oder ich weiß nicht wo und hatten gesagt, sie gehen jetzt noch ins Schloss hinauf, um die Königsfrage direkt und schnell zu lösen. Also das war ihnen zum Glück nicht so gelungen, wie sie wollten. Das Kaiserpaar ist ja dann nach Tihany. Dann nach... Warten Sie, da habe ich mir da einige. Ja,
Nach Tod ist es auch der Sekretär vom Fürst Primas Tschernow gekommen und hatte die Grüße vom Fürst Primas ausgerichtet, dass er, sobald es irgendeine Möglichkeit gibt, wird er auch selbst kommen. Er ist auch später noch gekommen. Dann in Totis ist auch einmal ein Lakai zu meinem Mann gekommen und hat gesagt, er meldet gehorsam, dass mein Mann verhaftet ist. Man hat gesagt, auf so einer Weise war er eigentlich nicht gewohnt, verhaftet zu werden, aber er hat es zur Kenntnis genommen. Und dann war es ein, der Horthy hat gesagt, die Tschechen sind am Anrücken und über die Brücke schon und alles Mögliche. Und dabei ist aber ein treuer Tscheche ist herübergekommen gewesen und hat sich irgendwie durchgeschlagen und hat gesagt, es sind auf der Komaromer Brücke sind die Wachen verstärkt. Das ist das Ganze. Sonst war überhaupt nichts los. Ja, das war ein Hauptargument vom Horthy, dass die Soldaten und die Tschechen gegen die Ungarn sind und war aber nicht wahr. Er wollte halt an der Macht bleiben, das ist nicht anders zu sagen. Vielleicht die Hanni, nicht? Die heißen... Moment, bitte nochmal. dass die, dass niemand mit darf mit den Majestäten nach Tihain, dann hat der Kaiser gesagt, dass er also als Gefangener geht, das hat der Schimmelfarbe wieder nicht wollen, und dann ist erlaubt worden, dass die Andraschis und die Herren, die dort waren, mit der Graz mitfahren, aber in einer extra Villa wohnen. Und mit den Majestäten im Kloster durften nur mein Mann und ich wohnen. Aber mein Mann ist von dort aus dann am nächsten Tag verhaftet worden, ist abgeführt worden. Und hat mir gesagt, ich darf ihm nicht nachschauen, aus dem Fenster, aber ich habe natürlich doch nachgeschaut und er ist lachend ins Auto gestiegen und hat geraucht und hat er gleich getan, als wäre nichts. Das war im Auftrag vom Horthy. Das war im Auftrag vom Horthy, ja. Und Tihany war eine Benediktinerabtei? Tihany war eine alte Benediktinerabtei, sehr schöne am alte. Am Plattensee, nicht? Am Plattensee, sehr schön gelegen, war aber eigentlich eine Pensionistenstation. Der Benediktiner waren lauter alte Benediktiner, ein uralter Abt, die alle sehr freundlich waren, aber natürlich gar nichts tun konnten, auch nicht tun wollten. Es war ein Sonntag dort, und das war eben Sonntag, wo im Evangelium steht, gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, ich muss jedes Jahr daran denken. Nach Tihain sind wir dann alle zusammengefahren und da ist dann an der, uns vorübergefahren ein Zug mit Chaki und Ganya, Minister Chaki und Ganya, die gekommen waren, um die Abdankung seiner Majestät zu verlangen. Und sie haben sich eher in die Ecken vom Zug gedrückt, damit man sie nicht sieht, aber man hat sie natürlich doch gesehen. Und in Tihain selbst sind dann die Herren abgeführt worden und mein Mann ist aus der Abtei weggeführt worden, die anderen sind aus der Villa weggeführt worden. Und da hat eben der Kaiser den Schimmelfarbe gesagt, dass er sich jetzt als Gefangener sieht. Sie haben sich auch absolut als Gefangene benommen. Na, wenn sie in den Garten gehen wollten, haben sie den Schimmelfarbe fragen lassen, ob es ihm recht ist. Mein Mann war noch ein oder zweimal beim Kaiser drinnen und dabei ist dann immer Ihre Majestät mit sehr schweren Schritten vor der Tür auf und ab gegangen, damit man, weil wir gesehen hatten, dass die Leute horchen, wenn jemand drin ist. Dann ist der Graf Sechen gekommen mit noch einem Herrn, wo ich nicht mehr weiß, wer er war, um zu sehen, ob er nicht irgendetwas für die Majestäten tun kann, aber es war schwer, es war nichts. Sie haben ja nichts notwendig gebraucht, außer die Freiheit. Ist man an seine Majestät herangetreten, auf den Thron zu verzichten? Ja. Ja, ist man herangetreten, er soll auf den Thron verzichten, er hat gesagt, das tut er auf keinen Fall. Also auch in dem Punkt der Gefangenschaft, ja, wo ja, also alles am Spiel gestanden dann, ist, ja, ist er auf standhaft keinen geblieben? Fall. Ja. Das sollen sich die anderen hinter die Ohren schreiben. Aber es ist eine andere Zeit, es ist anders jetzt vielleicht.
Ich weiß nicht. Das ist heute 300. Dann ist nach Tihain eben der Fürstprimas Tschernoch gekommen und mit ihm ein General Schosch, der irgendwo an der Grenze von Jugoslawien war, stationiert war, und er hat ihrer Majestät Blumen gebracht und hat seine Treue versichert, und der Kaiser hat ihm gesagt, was haben Sie denn für Maßnahmen ergriffen, damit die Jugoslawen nicht hereinkommen während der Zeit? Ich habe nichts tun können, hat er ganz unschuldig gesagt. Ich habe 6 Bataillone gehabt, aber die habe ich müssen Horthy schicken, um gegen die Truppen von eurer Majestät zu kämpfen. Daraufhin ist die Audienz schnell beendet worden. Aber die Leute haben nicht gewusst, was sie sagen. Und dann war dann schon ziemlich bald die Abreise von Tihain, und zwar war der Befehl, dass niemand erfahren darf, wann die Majestäten wegfahren. Es musste 4 Uhr früh oder ich weiß nicht wann in der Früh, also bei Dunkelheit geschehen. Die Wachen mussten genauso weiterbleiben, wie sie bisher waren, noch 2 Tage hindurch. Und das haben wir später erfahren, dass das deshalb waren, weil die Soldaten gesagt, die Wachen gesagt haben, sie lassen die Majestäten nicht weg. Wenn man die Majestäten abführt, so werden sie verteidigen und sie lassen sie nicht aus dem Land hinaus. Leider hat es wirklich niemand gemerkt. Und die Majestäten sind dann in einem per Bahn weiter hinuntergefahren nach Assofür, hat es, glaube ich, geheißen. Dort hat ein englisches, ich weiß nicht, was für ein Donnermonitor, das Glowworm gewartet. 2 haben dort gewartet. Im zweiten war dann der Graf der Esterhazy, der war bei Bahn nachgekommen und hat sehr Angst gehabt, die Majestät gefesselt oder sich sträubend oder so zu sehen. Aber sie sind ruhig durch die 2 Reihen gegangen, als ob sie... 2 Reihen Soldaten. Ja, 2 Reihen Soldaten, wovon ein Offizier auf Wiedersehen gesagt hat. Die Majestäten ganz ruhig und guter Laune, auch beim letzten Essen im Zug, das war noch bevor tot ist, da war ihre Majestät, waren alle schon sehr gedrückt, weil man gewusst hat, es geht schief. Nur ihre Majestät hat Konversation gemacht und hat lustig und leicht gesprochen, als ob es im Frieden wäre. Ja, und war das gezwungen? Nein, jedenfalls hat sie nicht gezeigt, dass es gezwungen ist. Ja. Natürlich im Herzen wird sie schon es anders gefühlt haben. Und die Einschiffung auf dem Glowworm, die haben Gräfin mitgemacht? Die habe ich mitgemacht. Ich bin mitgefahren am Glowworm. Und da ist der Nuntius Chioppa gekommen, mit dem Segen vom Heiligen Vater und die Majestäten verabschieden. Der war Nuntius in Ungarn. Die Majestäten sind auf dem Schiff den Engländern übergeben worden. Sie sind auf dem Schiff den Engländern übergeben worden, war ein höherer Offizier, ich weiß nicht, wie er geheißen, Snag hat er geheißen, aber was sein Rang war, weiß ich nicht. Sehr ein netter Herr. Die Majestäten haben seine Kabine bekommen, ich habe die Kabine vom Schiffsarzt bekommen. Also die ganzen Sachen sind umgedreht worden. Wir sind sehr gut verköstigt worden. Es war an und für sich eine sehr schöne Fahrt, aber unten in Jugoslawien vorbei konnten wir keinen Piloten kriegen, weil die ungarischen Piloten sich geweigert haben, das Schiff herauszufahren. Und vor dem Eisernen Tor hat es geheißen, dass die Donau zu wenig Wasser hat, glaube ich, und dass wir folglich per Auto fahren müssen, sind wir umgestiegen in Autos und sind hinuntergefahren bis Galatz. Ich glaube, da sind wir nicht mehr in ein Schiff gestiegen vor Galatz, das weiß ich nicht mehr sicher. Und in Galatz haben dann die Grafen Gräfin Hunyadik gewartet. Und da habe ich dann mich von ihren Majestäten am Schiff verabschiedet und habe immer geglaubt, ich werde es halt ist. Seine Majestät habe ich natürlich nicht mehr wiedergesehen. Waren die Majestäten am Schiff irgendwie gedrückt?
Nein, gar nicht. Alles gescheitert war, gar nicht. Gar nicht gedrückt. Sie haben nur die ganze Zeit immer wieder davon gesprochen, Sie würden so gern wissen, wohin Sie kommen. Nämlich vor allem nicht wegen sich, sondern wegen den Kindern. Weil es ist, ich glaube, in Malta oder irgendwo, wo so stark eine Augenkrankheit herrscht, und Sie haben so Angst gehabt, dass Sie dorthin kommen. Aber, und Sie konnten nicht erfahren. Sie sind dann von Galatz auf ein anderes Schiff, glaube ich, gebracht worden, und dort haben sie erst erfahren, dass sie nach Madeira kommen. Und sie waren in Madeira erst sehr gut untergebracht, unten, da war es sehr schön und sehr sonnig. Sie mussten zahlen, und das war sehr teuer, und sie konnten es nicht, trotz Sammlungen und alles, konnten sie es nicht zahlen. War ja nichts geregelt, nicht? War nicht geregelt noch, nein. Und da hat ein Portugiese seine Villa angetragen. Und der war also außer sich, wie er gehört hat, dass die Majestäten im Winter in diese Villa hinaufziehen. Weil da war fürchterlich neblig, und dort hat eben seine Majestät die Grippe bekommen. Ja. Nun, Gräfin, haben wir also das Kaiserpaar erlebt, am Höhepunkt des Glanzes und dann in der bittersten Gefangenschaft. Und wie, also einige Punkte haben wir schon gehört, wie sich das Kaiserpaar verhalten hat. Kaiserin war eine sehr gescheite, sehr mutige Frau. Der Kaiser war auch absolut mutig. Zum Beispiel, wie der Graf Esterhazy einmal zu ihm kommen wollte nach Tihain. Und da hat die Wache hat das Gewehr angelegt, hat gesagt, es darf niemand hineinkommen, sonst schieße ich. Der Kaiser zur Tür heraus und hat sich zwischen den Graf Esterhazy und die Wache gestellt, sodass das Gewehr auf ihn gezeigt hat. Da hat das Gewehr sinken lassen. Und die Kaiserin hat in allem dem den Kaiser sehr unterstützt. Sie waren beide sehr fromm, aber er vielleicht noch mehr, wie ich gesagt habe, einmal vor einer Reise in Luxemburg eine Messe, und ich habe dann auf die Majestäten gewartet, und von der Kapelle an war ein ziemlich langer Gang und dann ein Salon, und im zweiten Salon bin ich gestanden. Und wie seine Majestät von der Messe gekommen ist, hat man seinem Gesicht angesehen, dass er noch so erfüllt war von der Kommunion, dass ich damals schon unwillkürlich gedacht hat, das ist ja doch ein Heiliger. Und was habe ich noch übersehen? Dann heißt es immer, dass ihre Majestät so furchtbar drauf aus war, die Kaiserin zu sein. So, das war sie nicht. Sie war für ihre Person sehr bescheiden. Sie hat sehr hoch gehalten, die Kaiserin von Österreich und die Königin von Ungarn. Die Würde. Die Würde. Aber die Würde, abgesehen von sich selbst. Ich weiß, dass einmal war die Tochter vom Kronprinz Rudolf, war einmal in Luxemburg, und da hat die Kaiserin mir noch gesagt, alles kann ich ihr verzeihen, nur das eine nicht, dass sie kein Bub geworden ist. Wie schön wäre das, wenn wir in Galizien leben würden und ein ruhiges, schönes Familienleben hätten. Also ist wirklich gar nicht die Rede von Herrschsucht. Von Herrschsucht oder so. Natürlich, sie hat sehr darauf gehalten, dass man sich würdig gegen die Würde der Kaiserin und der Königin benimmt. Zum Beispiel einmal war eine große, ich glaube eine Rote Kreuz-Audienz oder sowas ähnliches in Budapest, und ihre Majestät hat noch kaum Ungarisch gekonnt und hat eine ungarische Rede abgelesen, und die Herren haben geschwätzt. Sie hat dem Grafen Esterhazy gesagt, wenn jetzt noch einmal sowas vorkommt, kommt sie überhaupt nie mehr nach West, wenn sie, die sie nicht Ungarisch kann, das Ganze durchhalten kann, so sollen die Herren gütigst Ruhe geben. Dann bei den Kaisersgeburtstagen waren doch immer Theresienritter Auszeichnungen, und waren eine Menge Theresienrittern da, und da sind sie dann gewöhnlich, nachher sind sie halt zusammengekommen und haben geschwätzt. Hat die Kaiserin absolut nicht erlaubt. Ich soll hingehen und ihnen sagen, solange der Kaiser da ist, haben sie nicht untereinander zu schwätzen. Also es war nicht sie, sondern der Kaiser. Ja. Nun, das Kaiserpaar war ja Angriffspunkt schärfster Verleumdungen, und vor allem ihre Majestät Kaiserin Zita. Ja. Wie hat Kaiserin Zita selbst
sich dazu gestellt? Wie hat sie es ertragen? Sie hat immer alles gewusst. Ich habe sehr viel durch sie erfahren. Und sie hat mir auch einmal zum Beispiel gesagt, auf mich schimpfen die Leute, weil ich Italienerin bin, auf die Kaiserin Elisabeth haben sie geschimpft, dass sie Deutsche war. Man kommt nicht heraus, sie schimpfen jedenfalls. Der Kronprinz Otto hat so hübsche Locken gehabt und es war ja so leid, sich abschneiden zu lassen. Und ich weiß, dass ich einmal vor einem Fotografen gestanden bin und ich gehört habe, die Leute reden. Natürlich, die Italienerin lässt ihm die Haare lang wachsen. Gar nicht die Italienerin, sondern auch hierzuland lassen Mütter mit Söhnen mit langen Locken ihnen möglichst lang die Locken, weil es ihnen leid tut, es abzuschneiden. Und von Ihrem Großvater? Von Ihrem Großvater, der ermordet worden ist? Die Kaiserin wurde vorgeworfen, dass sie Italienerin ist und dass sie für Italien ist. Und sie hat gesagt, wie konnte ich für Italiener sein, wenn mein Großvater aus Italien fliehen musste? Ich weiß, sie hat mir noch erzählt, ich sehe noch vor mir, dass er gebückt in einem Kellergang gehen müsste. Ich weiß nicht, ich kenne es ja dort nicht, aber weil man so auf ihn losgegangen ist. Sie hat die Italiener gar nicht gemocht. Aber wie wenig sie auch später eingebildet war, zeigt, wie sie einmal zum Papst in Audienz gegangen ist. Sie ist natürlich so, wie man halt zum Papst geht, aber der Herr, der sie begleitet hat, ist ganz einfach gegangen im gewöhnlichen Röckel. Ne? Und auf einmal also war die Wache heraus und also großartiger Empfang. Und ihre Majestät bleibt erschrocken, steht, dass das ja richtig die apostolische Königin. Aber daran hat sie gar nicht erwartet, man wird mich jetzt als apostolische Königin behandeln. Und eine der Hauptverleumdungen gegenüber Kaiser Karl war ja, dass er ein Trinker ist. Wie ist das zustande gekommen? Es ist, glaube ich, zwei Sachen waren Grund. Erstens hat er scheint eine sehr zarte Haut gehabt und ist sehr leicht ganz rot geworden. Und gerade wenn er an die Front gegangen ist, mit den Soldaten gesprochen hat, war sehr oft sehr windig und ist er sehr leicht sehr rot geworden. Das nehme ich persönlich an, dass es auch ein Grund war. Aber in Baden weiß ich, dass der Baron Werkmann, der, ich weiß nicht, ob er ein besonderer Trinker war, aber gern getrunken war, hat immer wieder hinuntergeschickt hat ins Hotel Stadt Wien um ein Bier und immer geheißen hat, noch ein Bier für den Karl. Weil er hat auch Karl geheißen. Und natürlich haben die Leute gemeint, es ist für den Kaiser. Der Kaiser hat beim Essen ein Glas von diesem ungarischen Samtwein, Schilcher, getrunken. Also wer sich mit dem betrinken kann, das ist schon nicht mehr möglich. Nein, er war absolut nicht getrunken. Ich war doch schließlich ein paar Jahre dort und habe mit Majestäten manchmal gegessen und habe sie auch nach dem Essen gesehen und so, habe nie das Geringste gemerkt. Zum Beispiel, am Schiff habe ich gehört, dass mein Mann also im Gefängnis ist, was mir natürlich sehr nahe gegangen war. Wir waren 3 Monate verheiratet und ich muss gestehen, ich bin sehr geschämt, aber ich habe ein bisschen geweint. Und die Kaiserin hat mich kommen lassen, hat mich sehr getröstet und hat gesagt, es wird ja alles wieder gut werden, der wird wieder herauskommen. Also ich habe ihr gesagt, dass ich mich entschuldige und dass ich halt müde bin und ich deshalb weine. Und sie hat gesagt, nein, dass ich ganz recht habe zu weinen. Sie war wirklich sehr, sehr gütig und sehr verständnisvoll, obwohl weiß Gott, sie mehr Grund zu weinen gehabt hat wie ich.